Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Landesung im LS22. Mit erstmal dem Deutz, der darf nämlich hier schön mulchen. Dann hatte ich hier erstmal richtig schön einen Bockmist gebaut und hab ein Feld gegrubbert, das wir eigentlich pflügen müssen. Ja, wie gut, dass es erst Mittag ist. Von daher haben wir noch ein bisschen Zeit, das so ein bisschen umzugestalten. Wir haben ja auch den Hof in den letzten Folgen ein bisschen umgestaltet mit dem Güllebecken. Ich trau ich mich immer noch nicht mit dem erweiterten Güllebecken. Wenn ihr da bessere Erfahrungen gemacht habt, schreibt es gerne mal rein. Es gibt ja einmal das normale Güllebecken, wo ich gerade Zeit habe, ne? Kann ich das einfach mal machen. Es gibt ja einmal unter Silo das Güllebecken, das habe ich ja platziert. Ne? Wo du Gülle rein und rausliefern kannst, so wie du lustig bist. Und es gibt ja einmal die Erweiterung. Nee, hier sind wir schon zu weit. Und das große mit 2,6 Millionen Liter und einmal das kleine mit 500.000 Liter. Was man ja direkt am Kuhstall packen soll. Da habe ich aber schlechte Erfahrungen gemacht. Und dass man da die Gülle aus dem Stall nicht mehr rausbekommt. Wenn ihr da bessere Erfahrungen gemacht habt und sagt, ja, Giants hat das mittlerweile den Fehler gefixt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, schreibt's gerne rein. Weil ich bin da immer noch so ein bisschen vorsichtig und bin noch immer nicht davon überzeugt, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist, weiß ich nicht. Ist nicht so meins. Mit der Misterweiterung, ja klar, das funktioniert. Hatte ich auch schon einmal komplett voll mit 2,6 Millionen Liter. Konnte ich so wieder ein- und auslagern. Das ging fehlerfrei. Mal mit der Gülle, das war immer noch so ein bisschen und da habe ich denn keine Lust drauf. Wenn ich denn mit Nebenerzeugnissen versuche, meine Felder zu düngen und ich kriege die Nebenerzeugnisse nachher nicht mehr aus dem Lager raus, das finde ich dann richtig doof. Gut, wir haben ja schon jede Menge Stroh, Ballen. Das schwebt alles noch ein bisschen. Kann man hier wunderschön sehen. Ja, aber da werde ich auch nichts gegen tun können. Ja, ein paar Silageballen. Die haben wir noch von der Mission über. Wenn ich fehlen bloß Heuballen, dann könnten wir direkt mit der Zucht eigentlich beginnen. Felder müssen aber auch angesät werden. Jo, es muss jede Menge gepflügt werden. Also die 85, die ich hier angefangen hatte zu grubbern, muss definitiv gepflügt werden. Die 100, das ist aber glaube ich eine Wiese, ne? Yep. Das ist Grünland. Und hier hinterm Stall, Hof, Stall, ist noch eine Wiese fertig zum Abernten. Jo. Die ist mal reif, ne? Ja, muss gepflügt werden. Würde ich gerne machen, aber wir haben keinen Traktor. Gut, die potenzielle Erntemenge springt immer hin und her von 288 auf 37.000. Ich denke, wir werden hier bloß 37.000 Liter runterholen. Aber auch egal. Wenn ich jetzt den Traktor frei hätte, ne, dann würde ich ja anfangen zu mähen. Haben wir aber leider nicht.
Haben wir leider nicht. Was gibt es denn für schöne Missionen? Gucken wir doch einfach mal. Wendepresse. Genau das, was ich gesucht habe. Eine Heumission. Geld 10. Wenn wir auch wieder richtig Geld runterkriegen. Feld 18 gibt richtig viel Schotter. Feld 10 und Feld 18. Die 11 habe ich schon gefunden. Das ist das gegrubberte Feld. 10 habe ich auch schon gefunden. Und 18 ist das große Stück hier. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die beiden Grasmissionen an, ne? Mit dem großen Deutz, Big M. Und was hat das andere? Eine Glaspresse. Ja, ich würde sagen, wir leihen uns die Grete von Feld 18 aus. Der gefällt mir nämlich einfach der Schwader besser. Grete ausleihen und Feld 10 nehmen wir auch gleich an. Und wo ist er? Da ist der Big M. Den fahren wir jetzt mal zu den beiden Wiesen hin, dass der schon mal mähen kann. Und dann kriegen wir sogar von der Lohner-Mission ein bisschen Heu. Auf ins Heu. Schafe wären noch so ein schönes Thema. Die brauchen wir auch noch Heu. Oder Gras. Das wäre auch gar nicht mal so verkehrt. So einen kleinen Stall platzieren, aber wir brauchen auch noch ein bisschen Geld. Über das Jahr gesehen, dass ich eher so ein bisschen sparen würde, dass wir uns denn einen Schafstall kaufen. Oder natürlich noch ein Feld. Was ja auch nicht das Verkehrteste wäre. So, jetzt können wir natürlich wieder ein bisschen Ewigkeiten und 3 Tage dahin fahren. Aber obwohl wir gerade die Zeit haben, können wir das auch machen. Ich glaube sogar der Abladepunkt ist diesmal so anders. Oben links wird angezeigt. Können wir gleich mal gucken, wo das da genau ist. Hauptsache, es bleiben wieder ordentlich Ballen für uns über. Schönes Getreidefeld hier neben uns. Das ist auch schön groß. Da hätte unser Drescher wieder Ewigkeiten, 3 Tage dran zu dreschen. Wenn man das hegt und pflegt, kommt aber auch garantiert ordentlich was runter. Bei der 34 sind wir schon mal. Das eine Feld war irgendwo direkt an der Hauptstraße. Ich glaube, das war Feld 18. Also es gibt hier echt schon mega große Felder auf der Map. Und aber auch echt mega kleine. Jede Menge Wald ist vorhanden. Also wer Lust hat, hier irgendwie was mit Holz zu machen,
Ihr dürft hier auch überall was finden. Ich finde, das ist so eine richtig coole, bunte Mischung. Ja. Von Wald und Ackerland. Das macht richtig Spaß hier. Wiese rechts sehen. Kommt jetzt erst die 17 oder kommt schon die 18? Ich glaube, denke, hoffe, das hier ist schon die 18. Müssen wir mal gucken, wie wir darauf kommen. Hier werden einige Ballen runterkommen. Gut für uns. Wieder 6, 8 Heuballen überbleiben. Dann haben wir ja schon fast gewonnen. Nur den Eingang finden, das ist gar nicht mal so leicht. Ich hatte ja auch beim letzten Mal gesagt, ohne Mission wirst du denn geben, wenn wir wirklich absolut nichts zu tun haben. Oder wenn ich Lust drauf habe. Da aber unsere beiden Traktoren mit Mulchen und Robbern jetzt mehr als beschäftigt sind, ist es doch gar nicht mal so schlecht, wenn wir jetzt schon ein bisschen vorbereiten für die Tierwelt. So, wir sind angekommen. Und so kriegen wir natürlich auch wieder jede Menge Kohle. Muss man auch sehen. Dann kriegt der gute Big M einen Kurs. Ja, von mir aus mache ich auch drei Vorgewände. Erster Wegpunkt, viel Spaß. Breitablage dürfte hier aktiviert sein. Hoffe ich. Genau, du bist beschäftigt. Du bist auch beschäftigt. Möchte ich nochmal gucken, ob er wirklich das auch breit ablegt oder ob ich das hätte nochmal umstellen müssen. Ich hoffe nicht, aber ne, man kennt es ja. Legt er das jetzt ein Schwert ab? Nein. Reitablage. Wunderbar. Ja, dann hast du ein bisschen was zu tun hier. Und dann können wir eigentlich schon mal den nächsten Traktor holen. Ich hätte dann gesagt, den Deutz mit dem Wender. Also Maschinen stehen hier auch noch rum, ne? Also der Große neben den Kleinen. Ah, hat was. Kann ich noch was mitnehmen? Nö, eigentlich nicht. So, mein guter Deutz. Dann fahren wir dich da auch mal hin. Du bist nämlich als nächstes dran. Ja, da kommt nichts, dann kommen wir. Und dann Vollgas, ne? Hm. Ich weiß nicht, ob der Landwirt das Fahrzeug, also ne, den extra noch mal sauber gemacht hat für uns. Aber der sieht echt gepflegt aus für seine 43,6 Stunden. Hat er echt super gemacht. Also da kann man gar nicht schimpfen. Wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn es ein großer Traktor gewesen wäre und ein kleiner. Weil für den Wender jetzt braucht man gar nicht so viel PS. Wenn der große Traktor die Presse ziehen kann und natürlich nachher den Ballenwagen, dann ist es ja auch gar nicht so verkehrt, wenn ein großer
großer und ein kleiner Traktor dabei ist. So, dann dürfen wir auch gleich angekommen sein. Können wir den schon mal bereitstellen und ja, eigentlich auch schon mal die Presse holen. Zumindest auf den Weg bringen. Kommt da was? Jo, naja, ich stehe eh schon auf der Kreuzung, ne? Ja. Mann, netter Autofahrer, der hat man nicht gehupt. Obwohl ich dann so Käse stand. Ich eigentlich auch von dieser Seite irgendwie auf die Wiese. Probieren geht über studieren, ne? Hier ist nirgendwo. Ah, doch hier. Tada. Wunderbar, dann lassen wir den mal hier stehen. Was macht der Big M? Ist ausgeflogen oder was? Was macht der Big M? Ich sehe ihn noch nicht. Wahrscheinlich hat er sich festgefahren und meldet sich nicht. Da hinten kurvt er. Da kurvt er rum. Dieser kleine gelbe Punkt. Der ist schon in der zweiten Bahn, ne? Aha. Ja. Was machst du? Äußerst beschäftigt. So, dann können wir den doch schon mal festmachen. Bin ich eigentlich fast am Überlegen. Haben wir auf dem Hof kleine Ballen gepresst oder große Ballen? Kann ich da irgendwo hinspringen? Nee, ne? Misthaufen. Also, ja, wenn man ins richtige Menü geht, dann geht das. Welche Ballen haben wir gepresst? Großen oder die kleinen? Es dürften die kleinen sein mit 5000 Liter. Ah, das sind glaube ich die großen. Ha. Ich würde sagen, wir pressen die kleinen, ne? Aber das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht ärgern über ein Like, Abo, Zuspruch. Ein Kommentar würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut. Lasst euch nicht ärgern.